Guten Morgen, es ist Donnerstag, hier ist das Frühstücksfernsehen. Ein Metzger, der mit Schweinen kuschelt, klingt erstmal ungewöhnlich, aber für Metzgermeister Michael Thewes ist Schlachter sein und Tierfreund sein etwas sehr Natürliches. Ja, für Tierrechtsaktivisten aber eher nicht so nachvollziehbar. Das ist Michael, der Tierliebhaber. Kuschelzeit mit den Hausschweinen Pünktchen und Anton. Die beiden sind sehr freundlich, sehr aufmerksam, kuschelbedürftig. Und das ist Michael, der Metzger. Er zerhackt alles, was es an Fleischware gibt. Das konnte ich vom ersten Tag an trennen. Ich bin Fleischesser. Wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, wo unser Fleisch herkommt. Und es sind halt Lebewesen. Und ja, das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Ich mache auch noch Spanferkel. Die zwei Seiten eines Mannes, Schlachter und Schweinekuschler in einem. Der 35-jährige Familienpapa hat damit keine Probleme. Weil wir vielleicht als Schlachter, sag ich mal, ja, so ein falsches Image haben, so ein brutales Image, dass wir herzlos sind. Ja, dass wir Tiere nicht lieben. Aber selbst die Tiere, die wir später zur Brust machen, die müssen auch ein gutes Leben haben. Und die mag man auch. Seine beiden Hausschweine Pünktchen und Anton sind auch etwas Besonderes, wie er sagt. Beide sind ein Jahr alt. Normalerweise werden Schweine nach maximal 8 Monaten geschlachtet und landen dann hier an der Ladentheke. Warum hält Michael zu Hause Artgenossen, die hier normalerweise geschlachtet und verkauft werden? Und dann hatte ich schon vor 4 Jahren mal die Idee, mir welche zuzulegen und selber Schweine zu holen. Einfach als Art Haustier. Und habe mich damit beschäftigt und ja. Und das konnte ich vom ersten Tag an trennen. Und so sind Pünktchen und Anton als 10 Wochen alte Ferkel in Michaels Wohnung und später dann in ein eigenes Gehege gekommen. Die beiden sind fester Bestandteil der Familie. Das mal so zu erleben, das hat mich wahnsinnig interessiert. Und da habe ich auch selber viel von gelernt. Für Tierrechtsaktivistin Adrian Kneis aber offenbar nicht genug. Sie kann dieses Zusammenspiel aus Tierliebhaber und Metzger überhaupt nicht verstehen. Wie kann er abends mit seinen Schweinen kuscheln und am nächsten Morgen schaltet er sein Herz und sein Gewissen aus? Da steht er in der Metzgerei und verkauft die toten Körperteile der Artgenossen eben dieser Tiere. Das kann ich nicht nachvollziehen. Entweder man ist tierlieb oder nicht. Für Michael stellt das 0 Probleme dar. Ich kenne genug Metzger, die auch einen Hund haben oder die auch Pferde haben, die reiten gehen. Also das ist gar nicht so das Problem. Außerdem sei sein Metzgerfleisch aus artgerechter Tierhaltung und keine Ramschware. Ganz großes Thema bei mir, stressfreie Schlachtung. Diese Tiere sind wahnsinnig empfindsam. Und da muss man wirklich einen Rahmen schaffen, dass sowas möglich ist. Das möglichst stressfrei zu schaffen. Und dafür habe ich ein extremes Gefühl auch für entwickelt. Genauso wie für seine Hausschweine, die er übrigens auf keinen Fall schlachten will. Gerade deswegen hofft die Tierschützerin auch noch auf den entscheidenden Sinneswandel. Wir müssen die Tiere nicht mehr töten. Wenn er dann abends mit den Schweinen kuschelt und er sagt, er hat sie lieb, das sind intelligente soziale Wesen. Mit 35 Jahren, ihm stehen alle Wege offen zu einer beruflichen Veränderung. Doch Michael sieht das gar nicht ein, zumindest jetzt noch nicht. Er wird weiter kuscheln und hier die Artgenossen zum Verkauf anbieten. Das ergibt für ihn Sinn, zumindest solange es eben nicht diese beiden sind, die auf der Schlachtbank landen. Landwirtinnen und Landwirte würden sagen, das ist jetzt nicht krasser Widerspruch. Man kann Tiere lieben, sie aber trotzdem weiterhin als Nutztiere sehen. Dass Menschen das manchmal nicht mögen, auch verständlich. Aber heißt ja nicht, dass man keinen Hund haben darf, wenn man gerne mal ein Kotelett isst. Oder im so. Allerbesten Falle sollten alle Landwirte Tierfreunde sein. Ist wahrscheinlich auch so bei den allermeisten. Ja, Adrian, jetzt haben wir heute ein Thema, was, glaube ich, so auch noch nicht so oft da war. Also ein Metzger, der sich Schweine zu Hause hält, 2 kleine Wildschweine und gleichzeitig aber als Metzger auf dem Markt arbeitet und dort eben auch Fleisch verkauft und auch selber Fleisch isst. Erstmal ganz allgemein gefragt, was hältst du davon? Was hast du gedacht, als du dieses Thema oder auch diesen Mann in dem Artikel gesehen hast? Also dieses ambivalente Verhalten dieses Metzgers kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Denn wie kann er abends mit seinen Schweinen kuscheln und am nächsten Morgen schaltet er sein Herz und sein Gewissen aus,
da steht er in der Metzgerei und verkauft die toten Körperteile der Artgenossen eben dieser Tiere. Das kann ich nicht nachvollziehen. Entweder man ist tierlieb oder nicht. Und wenn man tierlieb ist, dann beutet man die Tiere nicht aus, man tötet sie nicht, man verkauft sie nicht und man isst sie nicht. Punkt. Mhm. Wir haben jetzt ja gesehen, dass der Michael da mit den Tieren auch wirklich so eine richtige soziale Bindung auch aufgebaut hat. Also das hatte für mich so den Eindruck, das sind wie so zwei kleine Hunde, die er da hat. Und ich meine, klar, es gibt ja auch viele Haustierbesitzer, die eben eine Katze oder einen Hund haben, ne? Und aber auch trotzdem auch Fleisch essen, mal ganz davon abgesehen. Wie passt das für dich zusammen, also dieses ambivalente Verhalten? Ja? Kann man das, wenn man sagt, man achtet auf artgerechte Tierhaltung und kauft nicht Billigfleisch, ist das ein Argument? Wie siehst du das? Also, als er gesagt hat, seitdem er die Schweine als Haustiere hält, achte er angeblich auf artgerechte Tierhaltung. Das ist der blanke Hohn. Die natürliche Lebensdauer von Schweinen beträgt mindestens 10 Jahre. Geschlachtet werden sie mit etwa 6 Monaten in der Standardhaltung, mit etwa 8 Monaten in der Biohaltung, wenn sie so 135 Kilo erreicht haben, und Standardhaltung 110, 120 Kilo. Das heißt, sie dürfen nur einige wenige Monate überhaupt leben, obwohl sie um die 10 Jahre leben könnten. Und dann zu sagen, ja, er achte jetzt auf artgerechtere Tierhaltung, das ist der blanke Hohn. Ich kann es nicht nachvollziehen, denn wenn er dann abends mit den Schweinen kuschelt und er sagt, er hat sie lieb, das sind intelligente soziale Wesen, sagt er ja selbst auch, dann müsste doch bei ihm sich sein Gewissen sich einschalten und sagen, halt stopp, was übe ich für eine Tätigkeit jeden Tag aus? Ich liebe meine Schweine und am nächsten Morgen verkaufe ich die toten Schweine in der Metzgerei. Und mit 35 Jahren, ihm stehen alle Wege offen zu einer beruflichen Veränderung. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass er auch gesagt hat in dem Interview, es würde natürlich auch vielleicht so ein bisschen eine Vorbildfunktion dann sein für Menschen, die sich mit Fleischkonsum noch nicht so auseinandergesetzt haben. Also zum Beispiel, wenn die wirklich mal sehen, ja, mein Essen hat ein Gesicht, ja, wenn ich Fleisch esse, und man kriegt ein ganz anderes Gefühl dafür, was so ein Tier ist und was man dann letztendlich davon auch konsumiert. Ist das ein Argument, was du so verstehen kannst, oder sagst du, das kann man eigentlich gar nicht so gegenüberstellen? Wenn er sagt, also er müsste im Prinzip, müsste er ja das als bestes Beispiel vorangehen und sagen, dieses Etwas hat ja ein Gesicht, es hat Gefühle, es will leben, genauso wie wir Menschen, wir wollen auch Schweine lieben. Schweine empfinden Freude, Trauer, Schmerz, Leid, wie wir Menschen auch. Und wenn er das doch für sich weiß und er wertschätzt seine Tiere, dann kann er doch sagen, okay, bis jetzt war ich Metzger, jetzt hat sich aber mein Gewissen eingeschaltet und ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Ich möchte das nicht mehr, dass ich tote Tiere verkaufe und abends meine Tiere streichle zu Hause, meine Schweine, sondern ich verändere mich beruflich. Da müsste er mit gutem Beispiel vorangehen. Es gibt im In- und Ausland viele Metzger, die diesen Weg auch schon beschritten sind. Mhm. Was würdest du denn sagen, was der bessere Weg wäre, um gerade auch als jemand, der vielleicht sich über den Fleischkonsum noch nicht so Gedanken gemacht hat, um da denjenigen erkennen zu lassen, da geht es einfach um Leben und, wie du sagst, um auch soziale Empfindungen von so einem Tier. Ne? Wenn man Fleisch isst, dann, ne? Und das Tier deswegen sterben muss. Also was wäre deiner Meinung nach der bessere Weg, um darauf aufmerksam zu werden, dass Fleischkonsum auch mit dem Töten von Tieren letztendlich zusammenhängt? Also was ihn betrifft, für ihn wäre natürlich, ist jetzt ein Wunschgedanke, dass er sagt, okay, ich höre mit dieser Tätigkeit auf, ich verändere mich beruflich, und dann würde sich auch die Presse auf ihn stürzen, es würden Medien über ihn berichten. Das wäre natürlich eine tolle Sache, weil man somit auch den Konsumenten zeigt, okay, bis hierher habe ich diesen Weg jetzt gelebt und ab jetzt sage ich, Tiere haben ein Recht auf Leben, und wenn ich meine Schweine zu Hause streichele und sie liebkose, dann kann ich nicht gleichzeitig die Artgenossen eben tot verkaufen. Das funktioniert nicht.
Und außerdem, was wir halt machen, Infostände, die Konsumenten aufklären, was heißt das eigentlich für das Tier, 6 Monate leben zu dürfen, unter welchen Umständen, egal ob Standard oder Bio, das Tier wird aber getötet nach einigen wenigen Monaten. Es verliert das Grundlegendste, das Wichtigste, was es hat, das Leben. Und wir haben nicht das Recht, für eine 5-minütige Mahlzeit das Leben eines Tieres zu rauben. Er hat noch ein ganz interessantes Beispiel gebracht, das würde ich vielleicht jetzt als letzte Frage noch bringen. Und zwar hat er gesagt, naja, letztendlich ist das, was er macht, ja in einer etwas abgewandelteren Form nichts anderes, wie was damals, sag ich mal, vor 30, 40 Jahren auf jedem Bauernhof auch gemacht wurde, dass da einfach die Tiere gehalten wurden, die Stallhasen oder mal irgendwie Schweine oder sonst was, und dass die halt dann eben auf dem Hof geschlachtet wurden und dann gegessen wurden. Aber die hatten ja zu diesem Zeitpunkt ja auch schon dort die ganze Zeit gelebt. Ja, da war vielleicht auch mal ein Kind dabei, was den Hasen gestreichelt hat oder sowas. Das ist ja im Grunde, sagt er auch zumindest, nichts anderes. So sieht er das. Was würdest du da entgegnen? Ja, wir schreiben das Jahr 2021. Ne? Wir haben uns weiterentwickelt. Wir müssen die Tiere nicht mehr töten. Wir können uns ganz schmackhaft und gesund ernähren, ohne tierische Bestandteile. Wir brauchen nicht ein Leben auszulöschen für eine 5-minütige Mahlzeit, für ein Schnitzel, was eben ein paar Minuten auf dem Teller ist. Oftmals werden die Tiere auch für die Mülltonne leider geschlachtet. Das ist nicht mehr nötig, auch wenn er mit diesem Argument kommt, ja, früher war das so, wir entwickeln uns weiter. Es gibt viele Dinge, die früher so waren, die heutzutage nicht mehr praktiziert werden. Und ich kann nur an sein Gewissen appellieren, wenn er seine Schweine liebt, wenn er diese Tiere wirklich wertschätzt und anerkennt als fühlende Lebewesen, dann bitte einmal umdenken.